damit willkommen zur ersten Folge von Super Mario Odyssey. Oh, es geht auch direkt in der Videosequenz los. Feuerball, Junge. So ein großer Feuerball. Und ja, ich spiele das mit den Dingern in der Hand. Mal schauen, wie sich das spielen lässt. Vielleicht werde ich es auch noch in den Controller umstecken, man weiß es nicht. Aber erstmal reicht mir das so. Das ist das Ende für dich. Und dann kommt er wieder zurück. Zack. Down. Down, down, down. Und die Cap. Die flattert ja auch. Und jetzt ist es schon was dünner. Also gar kein Problem. Hey. Ja, wir sind super eifersüchtig auf dich. Fetter Boy. Ja, er hat einen nice Zylinder. Die Cap flattert ein bisschen. Oh. Und wird hart zersäbelt. Das ist natürlich blöd gelaufen. Und wir haben hier einen Hut. Geist. Der unsere Cap hat. Na dann. Mal schauen. So, wir sind tot. Gefühlt. Ein Hutgeist. Hallo. Umsehen mit rechtem Stick. Ja, schön. Springen. Boah. Hey, hey, hey. Zurück. Gib mir meine Cap. Komm her, du Sack. Ja, dich meine ich da oben. Komm doch jetzt ran. Wer bist du? Bist du einer von denen? Von welchen denn? Hallo. Gib mir meine Cap zurück. Meinen Fetzen. Die gehört mir. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ach so, ja, danke. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Chloe, du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Schön. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Nee. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen, diesem Ungeheuer hinterher. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Tja, blöd. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. So. Von der Spitze des Hutturms komme ich da bestimmt hin. Aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Hm. Wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir Hutgeist und Peach aus der Klemme helfen können. Vielleicht. Ja, ja. Kaputt. Ja, Zylinder! Nicht so dein Stil. Ach, was ist mit dir, Mann? Zylinder sind nice. Wie wär's hiermit? Saprapuff? Jawohl. Ja, moin. So eine Cap geht natürlich auch. So, Cappy ist jetzt dein Begleiter. Das ist schön. Ja, moin. Wir fliegen ein bisschen durch die Gegend. Paar Münzen wegsnacken. Komm. Ich kann auch Münzen aufmachen. Und so ein Shit. Alles klar. Hey. Zack. Markieren. Markieren. Nice. Ja, genau. Wenn man hält, dann rotiert die Münze. Die Mütze.
Hier geht's runter. Aha. Versteckt die hier Sachen von mir. Das ist ja frech, 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 frech. So. Nee, was? So. Okay, hier bin ich durch. Was haben wir denn hier noch? Ist noch so ein Hut. Ist auch noch was. Ich habe bei meinen Freunden da oben auf dem Turm, ist alles in Ordnung. Das hoffen wir doch, glaube ich, alle, oder? Zack. Den ganzen Schritt weg. Ist auch noch so. 2D. Easy. Ja. Yeah. Okay. Aha, hier versteckt sich doch noch was. Ja, yeah, ja. Yeah. Wollen sie mich bescheißen? Habe ich genau gesehen. Geheimmünzen. Könnt ihr nicht verstecken vor mir. So, was haben wir hier noch? Noch ein Blutschiff. Zack. Hier wollte ich hin. Herz. Yeah. Puh. Aber mir für ein Schild. Hallo, ich möchte gerne das Schild lesen. Ja. Lies das Schild. A, nicht B. Reisetipp. Mützenstoppwurf. Möchtest du einen Kiststapel demolieren oder einen Fragezeichenblock wiederholt bearbeiten? Drücke und halte einfach Y, um mit einer Kopfbedeckung zu werfen und kreisen zu lassen. Die Kopfbedeckung schwebt für einen Moment vor dir und dreht sich dabei. Das ist schön. Das ist der hier. Nice. Okay. Zack. Okay. Wir haben Rätsel, die noch nicht so schwer sind. Gute Arbeit. Yay. Hui. Und hier sind auch schon Wunders. Zack. Münzen. Aha. Versteckt ihr schon wieder Sachen vor mir? Hier ist das doof. Wirf mich mal in die Tür. Oh, geh auf. Okay. So, mehr noch was? Nein. Oh, 3D Mario ist schon immer geil, ne? Aha. Versteckt ihr da einfach was neben der Tür? Wie frech. So, dann können wir hier rüber. Ein Doppelsprung ist nicht aktiv. Okay. Oh, nicht die Gamme. Diese. Hallo, kann ich hier hoch? Das sieht gut aus. Wirf mich doch mal auf den Frosch. Ja, komm mal. Was macht er da? Das ist ein riesiger Frosch. Sind wir jetzt ohnmächtig geworden? Lol. Boah, mit dem Schnurrbart. Du hast einen Frosch geskeppt. Boing. Lol. Boing. Ist das behindert? Ich will noch die Rings drücken. Zack. Münzen. Ich kann aber jetzt drüber laufen oder was? Über die. Okay. Boing. Boing. Boing.
Ja, moin. Zack. Hallo. Boah. Der hoch, Mann. Boah. Ein Leben. Ja. Hui. Drücke ZL. Aha. Sechs Leben. Yeah. Herzcontainer. Ich dachte, wir spielen Mario, nicht Zelda. Durch. So. Flexion, Hutturm. Wurde alles zerstört. Ja. Oh, Münze. Oh, Münze. Tick, 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 tick. Oh, lol. Was sind denn das für... Der Chef hatte recht, als er sagte, der schnurrbärtige Geselle würde sich in unsere Vorbereitungen einmischen. Wir sollten uns mal vorstellen. Man nennt uns die Brutals. Unseres Zeichens Hochzeitsplaner des glücklichen Paares. Wir haben den Schatz, den wir wollen. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch dieses Störenfriede aus der Welt räumen. Okay. Dann komm ran, Kollege Schnürschuh. Zack, zack, zack. Boah. Okay, das ist echt nicht so gut. Aber nicht, da ist auch nicht. Das heißt. Für Reasons ist er da drin, ne? What the fuck? Wieso ist das so? Zack. Damn! Schon tot? Ich habe ihn nur zweimal getroffen. Normalerweise muss den Super Mario doch immer dreimal hitten. Ja, das ist ja auch gerade. Nehmen wir da Leben mit und. Was ist das? Captain. Ja, moin. Hui. What the fuck? Ist das eine Stromleitung? Super Mario Odyssey. Nice. Nices Intro. Gefällt mir. So, was haben wir denn? Kaskadenland. Die Phosphilfälle. Fossilfälle. Sabritzel. Hallo. Wir sind da. Unser erster Powermond. Ist klar. Was für ein Trip. Aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin schon ganz elektrisiert vom Kapern der Stromleitung. Abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Suchen wir es. Ist klar. Aber an diesem Punkt ist die Folge jetzt vorbei. Denn wir haben 14 Minuten und ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange ich mit der Elgato aufnehmen kann. Deswegen machen wir 15 Minuten Folgen. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.